Die grüne Erzählung ist jetzt die Konferenz, die jetzt startet. Was kann ich davon erwarten? Ja, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass es gleich losgeht im Saal, aber natürlich auch draußen per Stream und auf Facebook. Und ja, uns erwartet viel in den kommenden 1,5 Tagen, nämlich eine Konferenz mit einem ganz tollen Thema. Es geht um Sicherheit und Unsicherheiten in der offenen Gesellschaft, also über die Frage, wo brauchen wir mehr Sicherheit? Wo müssen wir mit der Unsicherheit leben? In Freiheit zu leben heißt ja immer auch in Unsicherheit zu leben. Wo brauchen wir eine neue Vergewisserung über unsere Gesellschaft in Freiheit? Vielleicht können Sie ein, zwei Highlights mal beschreiben. Ja, das geht heute Abend gleich los, jetzt um 17:45 mit einem Vortrag von Ralf Füchs. Der hat gerade ein Buch geschrieben, wie wir die offene Gesellschaft verteidigen und wie wir sie auch verändern müssen. Danach gibt es dann ein Podium, das befasst sich mit einer ganz anderen Frage von Sicherheit und Verunsicherung, nämlich mit der Frage, wie wir eigentlich mit dem ökonomischen Wandel, insbesondere mit der industriellen Revolution, Transformation umgehen können, also Digitalisierung insbesondere. Auch ökologischer Wandel, Energiewende. Wie gelingt uns eigentlich dieser Wandel so, dass wir Vertrauen in ihn haben und auch mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft schauen können? Gleich startet ja ein Panel zu dem Thema gegen den Populismus. Warum, das übertragen wir auch auf böll.de. Warum sollte ich das einschalten, das Panel? Naja, also wenn man der Meinung ist, dass unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie gerade unter Druck steht, und zwar jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in den USA, in anderen Ländern, dann ist es natürlich schon sehr wichtig, sich zu fragen, woher kommt dieser Druck eigentlich und was können wir dagegen tun? Gegen die Idee, dass wir entweder durch autoritäre Systeme oder auch durch identitäre Politik, die einfach bestimmte Gruppen nicht mehr reinlässt, Politik machen. Und ich erwarte von diesem Vortrag jetzt nicht nur eine interessante Analyse, sondern vor allem auch Antworten, was wir tun können und was eine grüne Erzählung, wie eine grüne Erzählung aussieht. Vielen Dank.